Zimmer für die CDU-CSU-Fraktion. Wenn Sie wüssten, wie der sich einsetzt für Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, unter anderem neben anderen Kolleginnen und Kollegen in der Mitarbeiterkommission des Bundestages, dann verstehen Sie das sehr, verehrte Dr. Zimmer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, nach so einer freundlichen Begrüßung fällt es ja ausgesprochen schwer, das ein oder andere schärfere Wort hier anzubringen, aber ich glaube... Sehr schön. Wenn ich eine Minute mehr Zeit habe dafür, dann glaube ich, kann man das ganz gut gestalten. Aber ich will zunächst mal sagen, dass das, was der Kollege Strengmann-Kuhn sagt, eigentlich immer zum Nachdenken anregt, aber hier an dieser Stelle vielleicht auch die ein oder andere Replik erfordert. Da ist zunächst mal, lieber Wolfgang Strengmann-Kuhn, der Begriff des Bürokratiemonsters aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, der mich begrifflich doch sehr an das Bürokratiemonster erinnert, das der Wirtschaftsflügel bei den Mindestlohnaufzeichnungen sieht. Und da habe ich mich schon gefragt, ob die Grünen bis in das Vokabular schon da angekommen sind, wo sie eigentlich immer hin wollten. Und der zweite Punkt, da ist angesprochen worden das Thema Armut. Und ich will dann vielleicht an der Stelle nur zwei Hinweise zu dem Thema Armut geben. Wir haben selbstverständlich eine Einkommensspreizung, die unter Rot-Grün bis 2005 zugenommen hat und seitdem relativ stabil ist und die sich vermutlich auch durch den Mindestlohn etwas abschwächt. Und ich will einfach dafür plädieren, dass man mit dem Begriff Armut etwas vorsichtiger umgeht, weil er auf der einen Seite natürlich eine wissenschaftliche Kategorie ist, und das wissen wir beide relativ gut, aber er ist auf der anderen Seite natürlich auch ein Begriff, der einen hohen Polarisierungseffekt hervorrufen kann, und davor sollten wir uns, glaube ich, auch ein wenig hüten. Meine Damen und Herren, wir haben im letzten Jahr 10 Jahre Hartz IV, SGB II, ich will nicht sagen gefeiert, aber wir haben daran gedacht, dass wir es vor 10 Jahren auf den Weg gebracht haben, und wir haben jetzt in diesen 10 Jahren, 11 Jahren das 9. Änderungsgesetz zum SGB II auf den Weg gebracht, also fast jedes Jahr statistisch gesehen ein Änderungsgesetz, in dem wir nachsteuern, in dem wir die Instrumente schärfen, in dem wir Verwaltung vereinfachen, in dem wir für mehr Effizienz sorgen und vielleicht auch sozusagen durch die Rückmeldung der Praktiker für ein klein wenig mehr Gerechtigkeit in den Verfahren. Und Karl Schieverling hat es auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, SGB II ist ein lernendes System. Und das, finde ich, ist auch gut so, weil auch die Erfahrungen in der Zwischenzeit, im Jahre 2005 hatten wir es damit zu tun, dass wir eine sehr hohe Anzahl von Arbeitslosen haben. Wir haben mittlerweile einen deutlichen Rückgang an Arbeitslosigkeit, dass auch die zwischenzeitlichen Erfahrungen, die wir mit dem Instrument gesammelt haben, in unsere Erörterung mit eingehen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Franziska Brandner? Gerne. Gut. Ja, herzlichen Dank für die Zulassung der Frage. Sie haben gerade so schön erwähnt, es sei ein lernendes System und man würde es weiter verbessern. Daher meine Frage, wie Sie jetzt vorhaben im parlamentarischen Prozess mit dem Entwurf zur Neuregelung der temporären Bedarfsgemeinschaften umzugehen. Es hat ja wichtige Auswirkungen auf die Alleinerziehenden, wo wir eigentlich ja auch gelernt haben, dass es eine Unterfinanzierung dort gibt, wenn Eltern sich die Aufgaben teilen. Von daher meine Frage, wie haben Sie als Regierungskoalition, Sie hier als Abgeordneter der Regierungskoalition vor, mit diesem Entwurf umzugehen? Oder wollen Sie lieber etwas auch daraus lernen und den Alleinerziehenden, die sich das mit ihrem Partner partnerschaftlich aufteilen, unter die Arme zu greifen? Also, verehrte Frau Kollegin Brandner, ich spüre in Ihrer Wortmeldung ein gewisses Bedauern darüber, dass Sie zwar SGB II vor 10 Jahren auf den Weg gebracht haben, aber mittlerweile dazu nicht in der Lage sind, weil Sie seit 10 Jahren in der Opposition sind, an der Verbesserung von SGB II mitzuarbeiten. Gleichwohl, wir haben jetzt von der Bundesregierung und von den Bundesländern ein Paket vorgelegt bekommen, das wir heute in die parlamentarische Beratung einbringen werden.
Und wie der Kollege Paschke schon gesagt hat, gibt es auf der einen oder anderen Seite sicherlich noch Wünsche, das auf die eine oder andere Weise zu ergänzen. Das werden wir in den parlamentarischen Beratungen sehen. Und ich bin mir sicher, dass die Frage, die Sie aufgebracht haben, auch ein wesentlicher Bestandteil dieser parlamentarischen Beratungen sein wird. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich will drei besondere Neuerungen hervorheben, die mir in diesem Zusammenhang wichtig sind. Eine hat Markus Paschke eben schon erwähnt, das ist die Entschärfung der Schnittstelle von Ausbildungsförderung und Grundsicherungen. Die berufliche Ausbildung soll nicht dadurch verhindert werden, dass weniger Geld da ist als im SGB II. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Ergänzung dessen, was wir gestern im Gesetz für berufliche Weiterbildung diskutiert haben. Die Logik dahinter ist schlicht und einfach, dass Bildung und Weiterbildung nachhaltiger sind als die schnelle Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Und ich glaube, das ist eine gute Erkenntnis, die wir in den letzten 10 Jahren gewonnen haben. Der zweite Bereich, den hat Karl Schieverling erschöpfend behandelt, ist der neue 16H SGB II, der gewissermaßen einen Auffangtatbestand für diejenigen Jugendlichen schafft, die durch die Raster fallen und ansonsten durch die Hilfesysteme im SGB III, im SGB VIII oder auch durch die bisherige Ausgestaltung der Hilfesysteme im SGB II nicht erfasst werden können. Und das Dritte, was mir ganz besonders wichtig ist, ist die Stärkung der Eingliederungsvereinbarung. Ich glaube, das ist ein zentrales Element von Fördern und Fordern, dass wir die Eingliederungsvereinbarungen stärken, dass wir eine Potenzialanalyse vornehmen, dass wir dieses auch regelmäßig überprüfen und fortschreiben. Ich glaube persönlich, dass das dazu führt, und da gucke ich jetzt besonders auf die Kolleginnen und Kollegen von den Linken, dass das zu einer gewissen Ernsthaftigkeit auf beiden Seiten auch noch mal zusätzlich führt und vielleicht die ein oder andere Sanktion auch vielleicht überflüssig macht. Das wäre auch in unserem Interesse. Man darf, meine Damen und Herren, immer noch träumen. Und wenn es nach mir ginge, würde ich 3 Bereiche anbringen, in denen ich noch Wünsche für das parlamentarische Verfahren hätte. Der erste Bereich ist die 2-in-5-Regelung, dass man also innerhalb von 5 Jahren nur 2 Jahre lang fördern kann. Ich finde, da sollten wir uns überlegen, ob wir unter bestimmten Bedingungen, meinetwegen einer degressiven Ausgestaltung oder einer Verpflichtungserklärung von Arbeitgebern, dass dann auch jemand übernommen wird, noch überlegen, ob wir ein drittes Jahr dort fördern können. Ich glaube, von den Praktikern wird das als sehr sinnvoll erachtet. Und ich glaube, wir tun uns damit einen großen Gefallen, wenn wir dieses Thema ernsthaft im parlamentarischen Verfahren erörtern. Ein zweiter Punkt, der in diesem Zusammenhang steht, ist die Förderung von Vollzeitmaßnahmen für berufliche Weiterbildung, auch dann, wenn sie nicht um ein Drittel verkürzt werden. Der Bundesrat hat das vorgeschlagen. Das ist auf wenig Gegenliebe vom Ministerium gestoßen. Aber ich halte das für eine ganz sinnvolle Angelegenheit, unter bestimmten Bedingungen auch das dritte Jahr zu fördern. Auch da kann man sich darüber unterhalten, ob man das an Bedingungen knüpft, wie etwa eine Zusage eines Arbeitgebers einer späteren Übernahme. Das halte ich auch für eine ausgesprochen sinnvolle Sache. Dritter Punkt, AGHs, lokale Akteure stärken. Das ist ja ein lang gehegter Wunsch, dass wir bei den Arbeitsgelegenheiten uns sehr genau darüber unterhalten, wie wir es hinbekommen, dass diese Kriterien nicht strikt angewendet werden, sondern dass die Sozialpartner vor Ort da erheblich mehr Möglichkeiten haben zu entscheiden. Wenn wir die Sozialpartner vor Ort stärken, denke ich, können auch die Kriterien weitgehend wegfallen. Das gibt dann zwar ein bisschen Probleme, was den Nachvollzug von Nürnberg her angeht, aber es gibt den lokalen Akteuren vor Ort erheblich mehr Flexibilität. Meine Damen und Herren, wir haben einen ersten Schritt jetzt gemacht. Wir gehen in das parlamentarische Verfahren. Wir haben noch eine größere Wunschliste an der einen oder anderen Stelle. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Auch der Bundesrat wird dann noch etwas mitreden können. Auch die Opposition wird dann mitreden, verehrte Frau Potner, dessen bin ich mir sicher. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Kollege Zimmer. Der nächste